Yes, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Bus Manager hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen hier nochmal Busse zuweisen, die 061 und die 0250. Sind beides relativ heftige Buslinien. Ah, nicht einsatzbereit, okay. Der ist nicht einsatzbereit, der wäre einsatzbereit, der ist aber relativ klein. Ne? Haben wir sonst keine großen Busse mehr? Nee, haben Alter, wir haben keine großen Busse mehr. Na gut, dann müssen wir den nehmen, ne? Wie sieht es ansonsten aus mit den Linien? Eigene Linie. Ah, okay. Die können wir jetzt löschen. Ah, cool. Cool. Schön. Perfekte Sache. Ich wollte gerade mal gucken bezüglich der Linien, wie gut die ausgelastet sind. Die ist relativ noch gar nicht ausgelastet, ne? Ist in Ordnung. Schön. Perfekt. Die 76, die gefällt mir auf jeden Fall. Die hatten wir angelegt. Gehabt, ne? Die verläuft von hier, von Krefeld Hauptbahnhof, hier über die Feldstraße. Müsste, glaube ich, die 76 sein, oder? Ne, die ist hier, ne? Genau, hier über die. Hier, ah, stimmt. Über Krefeld Hauptbahnhof. Krefeld Hauptbahnhof Süd. Fierschhofstraße. Ritterstraße. Krankenhof Maria Hilf. Ritzhütte. Dann führt die hier unten lang. Torfabrik. Und dann wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, wie viel los da unten ist. Aber hier oben führt die auch lang. Über Rewe. Bleichfahrt. Viktoriastraße, Moltkestraße. Mal gucken, wie es läuft, ne? Die 61 sehe ich aber schon, ne? Die ist relativ überlastet sowohl. Aber warum fährt die hin und her, ne? Das frage ich mich gerade. Ich glaube, die Linien müssen teilweise nochmal echt neu erstellen, etc. pp. Aber gut, machen wir mit der Zeit mal, ne? Machen wir mal mit der Zeit. Kriegen wir schon hin. Gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir weitere Busse bekommen, auf jeden Fall auf Dauer. Reparieren. Wieso ist der nicht einsatzbereit? Weil der schon. Ah, der hat schon einen Plan, okay. Der ist schon verplant, okay. Der ist auch schon verplant. Da müssen wir noch tanken, bitte. Wäre nett. So, wollen wir noch sauber machen? Nee. Aktuell. Relativ gut sauber alles, ne? Sieht gut aus. Hier haben wir ein kleines Lager, einen kleinen Lagerraum für die Werkstatt. Die müssen natürlich jetzt relativ weit laufen. Aber ich wusste noch nicht, wo sonst das Lager hin, ne? Das ist das Problem, ne? Ich würde die Werkstatt schon irgendwo gerne hier nahe dran haben, aber, ne? Wohin, ne? Das ist die Frage. Vielleicht hier hin? Und dann nehmen wir mal große Busplätze? Ich weiß nicht. Werden wir sehen. Wir müssen die mal hier rüber laufen zum Lager. Ist jetzt nicht so weit weg eigentlich, ne? Schauen wir mal. Müssen wir gucken, ne? Hier habe ich kleine Busse platziert. Hier kommen mittlere Busse hin. Zumindest wäre hier Platz für mittlere Busse. Der hat getankt, genau. Ah, 42.000, wir brauchen Geld, Leute. Geld, 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 Geld. Immer viel Geld, ne? Also als Geld steigt momentan, das ist nicht verkehrt, aber linientechnisch ist das noch nicht so das Wahre, was ich mir wünschen würde, ne? Das ist so das Wahre, was ich mir wünschen würde. Das ist das Problem. Wir müssen noch 54% abdecken. Das kriegen wir aber auch noch hin. Noch eine weitere Buslinie macht eigentlich keinen Sinn, ne? Nee, macht keinen Sinn. Wir gucken lieber, welche Linie macht denn am besten Gewinn hier. Die 76 macht relativ gut Gewinn, die 61. Am wenigsten die 43, ne? Dann werden wir mal nach der 43 schauen. Passt auf. Wir schauen mal nach der 43.
Kann ich mal bearbeiten. Post auf. Die fährt vom. Wo ist sie überhaupt? Die 43. Da, okay. Die 43 fährt. Vom Wallerhof Richtung Busstopp. Genau, fährt Richtung Busstopp. Dann fährt die hier am Bärenhof Schröder. Weiter zur Kämmerhofstraße. Über die Dreamtime Massage. Buscher Holzweg, dann hier oben lang, Bergstiege, Wiesenapotheke. Dann wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist von der Linie her, ne? Ist hier oben im oberen Eck. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt eine Linie? Ja, verwerfen, danke. Das wäre die 44, die bis dahin fährt. Ne? Die 44 fährt bis... Das ist jetzt die 43, ne? Korrekt. Es ist die Frage, ob das so viel Sinn macht, die da lang zu führen, ne? Ich meine, wir könnten die auch Umwege fahren lassen. Beziehungsweise, passt auf, ich habe eine Idee. Die 43 wird nach der Wiesenapotheke, passt auf. Die 43 wird nach der Wiesenapotheke. Wird die noch eine weitere Haltestelle bekommen und das Rathaus. Dann wieder zurück zur Wiesenapotheke. Dann wird das eine Haltestelle mehr sein. Dann machen wir nach dem Rathaus. Machen wir hier hinten noch eine Haltestelle. Kapelle. Und zurück zum Rathaus, ne? Genau. So würde ich das machen. Passt auf. Fahrtintervall alle 30 Minuten. Scheint nicht viele Leute. Durchschnitt 10 bis zu 25. Das scheint nicht viel zu sein, ne? Das heißt, wir könnten eventuell auch das Fahrtintervall erhöhen, ne? Obwohl. Ich würde es gerne mal beobachten. Bis zu 25. Was heißt bis zu 25? Das würde ich gerne mal rausfinden. Das heißt, wir beobachten mal die Linie. Heißt insgesamt vielleicht pro 25, die einsteigen pro Fahrt, oder? Das würde ich gerne mal rausfinden auf Dauer, ne? Also einer ist eingestiegen. Hier steigen 5 ein. 6, 8. 11, 18. 19. 52 ist voll, ne? 52 ist ausgelastet. Kein Busfahrer verfügbar, na super. Können wir sowieso vergessen. Vorbildliches Fahrintervall auf der 061. Okay? Wenigstens etwas. Also das scheint ganz in Ordnung zu sein mit der 43. Ich meine, die macht Gewinn, die Linie. Also es ist eigentlich nicht verkehrt. Ich weiß es nicht, die 44 fährt bis Wallerfahrt, ne? Ich fühle mich in den Bussen der Umweltrettung GmbH sehr wohl. Sind immer sehr sauber. Seht ihr? Cool, ne?
Die 44, die fährt er hier, ne? Genau. Ach, da kann ich ja auch die Halt... Ah, cool. Ich glaube, da kann ich auch die Haltstichel löschen, ne? Die 44, wir werden mal gucken, wie es fährt bis von Breitendiek bis Wallerfahrt und zurück, oder? Ne, Moment. Bis Wallerfahrt. Und dann Wallerhof, ne? Wallerhof, genau. Und die andere Linie fährt Wallerhof los, ne? Genau, die 43 fährt ab hier los. Und die 44 fährt bis hier hin und wieder zurück. Okay. Da habe ich eine Sehenswürdigkeit mit drin. Habe ich noch mehr Sehenswürdigkeiten? Hier hätte ich noch eine Sehenswürdigkeit. Kann ich die irgendwie noch mitnehmen? Ist jetzt auch die Frage, ob die Leute umsteigen dementsprechend. Ne? Das würde ich auch gerne wissen auf Dauer. Ne? Zu was? Nur 60. Durchschnitt 52. Habe ich noch andere Busse hier gerade? Nee, ne? Gar keine Busse mehr. Oha. Dann nehmen wir den. Geht nicht anders. Das geht nicht anders, Leute. Ob die Leute umsteigen, das würde mich mal interessieren, ne? Das wäre eine interessante Sache zu wissen. Ich meine, die 44 kommt ja hier an, ne? Die 43, das heißt... Kommt die 44 mit zwei Leuten, ne? Hm. Ja, das ist eine Sache, die mich interessiert. Steigen die Leute um oder nicht? Ich meine, hier will ja einer... Kosten 1,65 Euro pro Tag. Das ist fast nichts eigentlich, ne? Wie gesagt, zwei Leute, die mit der 44 fahren wollen, ne? Korrekt. Scheint nicht umzusteigen, okay. Schon mal gut zu wissen. Also zumindest aus jetziger Sicht scheint die nicht umzusteigen, ne? Also werden wir hier noch eine Zwischenhaltestelle machen. Bei der 43. Wäre das was? Wäre was, ne? Bearbeiten, pass auf. Nach dem... Dreamtime-Massage. Kommt der Buscher Holzweg da vorne, ne? Genau. Dann machen wir danach mal bitte die Haltestelle hier. Okay, nein, machen wir doch nicht. Edeka Kemke, nein, machen wir nicht. Wo ist das? Da.
Und dann zurück vom Buscher Holzweg auch wieder über die Haltestelle, ne? Okay. Die Linie wird aber erst ab morgen, oder die Haltestelle wird erst ab morgen angefahren, dementsprechend, klar. Da haben wir dann die Kapelle. So, hier vorne eine. Passt auf, wir machen die Haltestelle hier vorne hin. Bearbeiten. Rathaus, Kapelle löschen wir raus. Rathaus. Dann hier Kapelle. Dann geht es anschließend hier rum. Wir zeigen über die Kapelle. Okay. Gungsi. Nee, ich stelle einfach mal Gungsi. Ich auf den Ankommen, keine Ahnung. Mal gucken. Hier im Umweg über Edeka Kempken könnte vielleicht ganz interessant sein. Dann geht es hier lang, dann können wir vielleicht mal gucken. Jetzt vielleicht hier hoch. Hier hinten rum vielleicht. Dann hier zurück. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich meine, hier wäre noch ein katholischer Kindergarten. St. Josef. Gungsi. Haltestelle Gungsi. Genau. Von daher mal gucken, ne? Wir müssen noch ein paar Schichten zuweisen, sehe ich gerade hier. 11:95. Durchschnittlich 95. Schichtzimmer 034. Nehmen wir. Wir haben nicht mehr viele große Busse, ne? Wir nehmen den hier. 95. Werden wir den hier nehmen. Durchschnittlich 65. 34 zuweisen. Durchschnittlich 65. Kein Busfahrer verfügbar. Durchschnittlich 43. Nehmen wir den hier. Kein Bus. Warum kein Busfahrer verfügbar? Hallo? Mechaniker. Hey, die aktuelle Arbeitsauslastung ist für mich einfach zu hoch. Das werde ich auf Dauer nicht durchhalten. Bitte reduzieren Sie meine Arbeit oder ich muss aus gesundlichen Gründen leider nach einem Arbeitgeber zurückkommen. Kriegst du 30 Cent mehr. Lohnerhöhung 30 Cent, ne? Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Bitte einmal reinigen. Einmal Innenreinigung, bitte. Kann ich jetzt zuweisen? Ne, ist kein Busfahrer verfügbar. Warum haben wir keinen Busfahrer mehr, Leute? Können wir einen einstellen? Ja, mit Sicherheit, ne? Stellen wir den ein. Ist zwar nicht freundlich, aber wir haben einen Busfahrer. Also, go. Ab die Post. Nehmen wir den Bus. So. Gut, die kaufen Wochentickets, perfekt. Aber ich würde sagen, das war es auch für die Folge gewesen. 66.000 mit 66 Jahren, ne? Nein, 66.000 haben wir gerade, aber wir sind auf dem Weg zu 67.000. Verdammt viel Geld, geile Sache. Aber wir werden in der nächsten Folge haben. Wir brauchen definitiv größere Busse irgendwie, ne? Wir müssen irgendwie die Fahrplan ändern von den Linien. Das wäre auch eine Möglichkeit, obwohl... Ich gucke mir mal eben den Fahrplan an. Wir fahren hier alle 30 Minuten. Alter Falter. Prognose für morgen. Durchschnittlich 150. Bis zu 54. Was heißt das bis zu 54? Das frage ich mich gerade, ne? Fahrtintervall. 105. 150, ne? Durchschnittlich 135 bis zu 3. Alter Falter.
Ist die Frage, ob man irgendwie auch einstellen kann, wie viele Busse man selber fahren will, ne? Fahrintervall, Hauptverkehrszeit, ja. Müssen wir mal gucken, ne? Wir müssen noch mehr zuweisen. Ach du Schande. Durchschnittlich 5 bis zu 5 bis zu 16, das ist 43. Die hatten wir gerade die ganze Zeit beobachtet hier hinten, ne? Meine ich, wäre das? Das wäre die 43, genau. Also so viele sind das da nicht. Also reicht ein eigentlich ein kleiner Bus. Ein Sprinter, reicht doch. 58 bis zu 649, alter Vater. Wir haben nicht so viele große Busse, Leute. Der ist einsatzbereit, okay. Den tanken wir aber nochmal bitte vorher, bitte. Danke. Sauberkeit außen. Muss irgendwas repariert werden. Ich bin irgendwie total fasziniert von dem Game, dass ich überhaupt nicht das Folgenende raffe. Hilft selbst der Timer nicht mehr wirklich. Das ist das Problem. Können wir bitte reinigen? Danke. Zuweisen. 042. Ja, werden wir zuweisen. Nicht einsatzbereit. Oh, wie war's mit dem hier? Nehmen wir den da. Okay, Leute. So, Pause. Leute, bevor ich jetzt noch weiter hier babbel und nicht zum Folgenende komme, Leute, danke fürs Zuschauen hier in dieser Folge. Busmanager. Wir haben 10.000 gemacht. Wahnsinn. In dem Sinne, wir sehen uns wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Servus und tschüss.